Na toll. Warte mal. Ich verstehe nicht, wofür der jetzt gut sein. Ich habe doch schon genug Löcher in den Zähnen. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Verdammt! Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein Klacks gewesen. Ja, der Dietrich, der ist noch in der Zelle. Den komme ich ja nicht ran. Au! Jetzt habe ich mir ein blödes Teil. Was hat er gemacht? Sich in die Hand gebohrt? Gott sei Dank bin ich ein Verdammt! Das kann doch nicht wahr sein. Hier, Motorhaube. Wenn man den Trick kennt, braucht man den Hebel in der Fahrerkabine gar nicht. Andererseits, wenn man den Hebel kennt, braucht man auch keine Tricks. Ach Mann, ey, wie komme ich denn da ran? Da ist eine wenn Batterie drin. Wenn man den Trick kennt, braucht man... Andererseits, stimmt. Wenn man den Hebel kennt, braucht man auch keine Tricks. Da ist eine Batterie drin. Mensch, ich muss hier irgendwie rankommen. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösser... Verdammt! Wieso funktioniert das alles nicht? Und was ist da für ein... Frau Hinkel vermisst... Ach, der findet sich schon wieder ein. Ach so. So viel Kerosin... Toro! Hey, Toro, hab ich gesagt. Wenn überhaupt, hat ihn das nur noch mehr gelangweilt. Freigegeben ab 6? Wie langweilig ist das denn? Gibt es da... Warte mal, hier habe ich ein Schild. Ah, aha. Eine brillante Idee, Rufus. Was könnte einem einsamen Stier besser gefallen als ein gut gekühltes Glas Plörre? Okay, was? Daneben die Kuh. Hauptsache, es hat funktioniert. Das war jetzt... Hä? Ja... Und was bringt mir das jetzt? Wieso funktioniert das auch noch? Machst du irgendeinen Scheiß? Ach, und das ja, die Liebe. Keiner kann mehr behaupten, dass ich davon nichts verstehe. Und jetzt hier ich drauf? Ich habe Tonis Lachen immer noch im Ohr. Ich werde nie wieder versuchen, auf einem verliebten Stier zu reiten. Das ist unter meinem Niveau. Freigegeben schon besser, aber immer noch todlangweilig. Die Stiervenen müssen richtig pumpen, bevor ich mich da drauf setze. Was? Warum sollte er sich überhaupt da drauf setzen? Wir versuchen jetzt mal hier ein paar Sachen und mit dem Stier. Heute, liebe Kinder, zeigt euch der Onkel Rufus, wie man einem ausgewachsenen Stier Blut abnimmt. So schon mal nicht. Was? Seziermesser? Und heute, liebe Kinder, zeigt euch der Onkel Rufus, wie man einem ausgewachsenen Stier Blut abnimmt. So schon mal nicht. Ja? Ich bin mir auch nicht sicher, was ich hier mache. Was mache ich mit dem Papagei? Ich quäle keine Tiere und im Gegenzug... Nö, betäuben die nur, ne? Wir quälen die nicht, wir betäuben die nur. Hier runter ging's nicht, hier war auch nichts mehr. Mir ein wenig unschlüssig. Hier habe ich ja Schornstein. Wenzel hat eine Schutzklappe auf seinen Schornstein montiert. Dieser, wo übe ich denn jetzt? Wenzel hat eine Schutzklappe auf seinen Schornstein montiert. Dieser Egoist, wo übe ich denn jetzt Pfriemspucken? Ja, warte mal, wir haben ja hier. Kann ich die aufbohren? Wenzel hat eine Schutzklappe. Wenzel hat ein... Kann ich eventuell... Was hat Na, ich? Wer sagt's denn? Schwarzpulver. Ja. Schön. Jetzt haben wir schon mal was für einen Kaffee. Ich muss den Trichter erst irgendwo rein. Ja. Wenzel hat eine Schuhe. Okay, wir gehen mal hier zu Tonis Laden. Dann hat der ja hier die Kaffeemühle. Da ist ja nicht einmal mehr ein... Ich muss wohl meine eigenen Zutaten besorgen. Ja, was wäre denn, wenn ich da Schwarzpulver reinmache? Eine Prise Schwarzpulver. Oh nein, der macht das auch noch.
fehlen noch zwei Zutaten. Was? Ach so, hier male ich mir den Kaffee zurecht. Meine Herren. Na, was brauchte ich nochmal? Rezept. Guck mir das Rezept nochmal an. Schwarzes Pulver, Kaffeepulver. Wieso fehlen mir noch zwei Zutaten? Wo kriege ich denn die Batterie? Wie kriege ich denn das? Hier ist aber auch nichts. Hier, gib mir mal einen Haken. Finger weg von meinen Sachen. Gewichte, was man halt so... Kram, das kann ich da auch nichts nehmen, ne? Nee. Was ist denn, wenn ich ihr den Papageien gebe? Guck mal hier. Guck mal, was ich dir mitgebracht habe. Schon wieder ein toter Vogel? Er ist nicht tot, er schläft nur. Das hast du von der Taube neulich auch behauptet. Das nennt man Kälteschlaf. Es war ein Zeitreiseexperiment. In meinem Kühlschrank? Wo sonst wäre es kalt genug? In deinem Herzen ist ja nicht viel Platz. Ach. Keine toten Tiere mehr. Schon gut, dann wecke ich ihn halt. Tu das, aber woanders. Was hast du da? Reicht es dir etwa noch nicht, mein Haus mit deinem Müll vollzustopfen? Musst du ihn jetzt auch noch an meinen Arbeitsplatz schleppen? Eigentlich wollte ich dir eine kleine Freude machen. Dann stirb einen schnellen Unfalltod. Boah. Ist die übel drauf. Was ist denn, wenn ich sie mit dem Messer... Alles schon probiert. Das Einzige, was wirklich gegen Toni hilft, ist ihr Beruhigungsmittel. Finger weg. Ist ja gut. Kann ich ihr den Luftballons schenken? Was hast du da? Reicht es dir etwa noch nicht, mein Haus mit deinem Müll vollzustopfen? Musst du ihn jetzt auch noch... Eigentlich wollte ich dir eine kleine Freude machen. Dann Ich... Ich weiß gerade... Dorfzentrum, guck mal, da geht's noch ins Dorfzentrum. Geht doch mal ins Dorfzentrum. Ach, jetzt bin ich im Dorfzentrum. Na toll. Dann gehen wir nochmal nach Wenzel. Vielleicht können wir dem ja Wasser entlocken. Was habe ich da nicht reingelegt? Kann ich da den Papagei reinlegen? Hey, du! Aufwachen! Junge, Junge! Den hat's aber echt mal amtlich ausgenockt. Hey, du! Junge, Junge! Mit dem kann ich hier kann ich auch gar nichts machen. Irgendwas in den Kamin. Hier die Luftballons. Gute Idee, denn die Bali Wenzel immer. Geht nicht. Den Schwamm? Ganz meine Meinung. Schwamm drüber. Hatte ich schon, ne? Das ist schon mal keine Zutat. Ich finde, ich komme ganz gut voran. Ja, findest du, ich irgendwie nicht. Der Kamin ist doch oben zu. Ich muss da irgendwas rein schmeißen. Hier geht's in den Keller, ne? So, und hier konnte man... Jetzt habe ich ja den Bohrer. Kann ich hier das Rohr... Ah. Okay, und jetzt? Habe ich da Löcher reingebohrt? Kann ich gar nichts mehr machen. Jetzt müsste ich... Nix da, Rufus. Die gehört jetzt. Aber das ist ein Familie. Na und? Geschenk. Oh, Junge. Vielleicht. Und wenn ich... Teilen wir 50-50. Laie. Okay. Für den Kamin habe ich auch noch nichts. Was ist denn, wenn ich jetzt hier oben einmal an dem Hahn ziehe?
Wenzel hat eine Schutzklappe auf sein... Dieser Egoist. Wo übe ich denn jetzt Friemspucken? Wie krieg ich die da weg? Wenzel hat eine... Die krieg ich da gar nicht weg, ne? Das ist so... Doof. Wenzel hat eine... Und ich weiß auch noch nicht, was ich mit dem Dartpfeil soll. Ich muss hier nochmal gucken. Ist jetzt hier alles überschwemmt? Nö, hier ist gar nichts. Kann ich dem denn hier den Papageien geben? Er wüsste damit nichts anzufangen. Er weiß ja nicht einmal etwas mit... Okay, kann ich hier ihm die Wartenummer geben? Du blockierst die Warteschlange. Ja und? So lang... Hatten wir auch schon. Kann ich ihm Luftballons geben? Er wüsste damit nichts. Er weiß ja nicht einmal... Kann ich ihn sezieren? Er wüsste damit nichts. Er weiß ja nicht einmal... Die Wünschelrote rührt. Offenbar erkennt sie nur... Okay, den Schwamm. Erkennt sie den Schwamm? Die Wünschelrote offenbar erkennt sie... Ich gehe noch mal... in die Gasse zum Wassertank. Wie komme ich denn noch mal... hier. Wir gehen noch mal zu Tonis Hütte. Chilischote, kann ich die absensen? Uah, Feurio! Feuer im... Hier brauche ich wohl doch eher so eine Art Schutzanzug. Was? Eine Art Schutzanzug? Uah, Feurio! Hier brauche ich... Wie kriege ich die denn? Ein Trichter drauf. Nicht kleckern, sondern klotzen, war schon das Motto meines Vaters. Ich persönlich finde Kleckern gar nicht so verwerflich. Hm. Ich weiß es nicht. Kann ich den denn nehmen hier? Vermutlich auch nicht. Autsch! Das, so das ist ja heiß. Hier. Ich quäle keinen. Und im Gegenzug. Nein, nein, nein. Wenn ich meinen Kram verbrenne, aber was verkaufe? Schwamm. Die Richtung, in die sich das hier entwickelt, gefällt mir nicht. Nasser Schwamm. Ach, na endlich, wenigstens etwas. Man erkennt noch, was es ist. Ich muss es nicht. Okay, Spüle. Boah, was für eine Plörre. Das Trinkwasser... Toni braucht... Ich hab ihr schon... Wobei ich den... Kann ich vielleicht hier mit dem Seziermesser den Mantel... Da sind schon genug Löcher. Das Sofa? Meine Sachen kennen kann. Was könnten wir denn hier noch machen? Ich habe jetzt einen nassen Schwamm. Was könnte ich denn noch machen? Kann ich hier nicht mehr nach oben? Gab's auch nichts mehr. Mist. Da ging's nicht rein. Hausapothek. Hm, verschlossen. Den Schlüssel muss... Okay, mit dem Dartpfeil in die Gott Hausapothek. Gott sei Dank. Verdammt. Geht auch nicht. Mit dem Bohrer in die Hausapotheke. Gott sei Dank bin ich... Verdammt. Mit dem Seziermesser in die Hand. Gott sei Dank, bin ich ein geschickter Schlösserknacker. So langsam. Hier kann ich auch Wasser rausmachen. Was für eine Plörre. Kann ich da vielleicht den Vogel ertränken? Das Trinkwasser ist so brassig. Was zu trinken geben, die Sachen natürlich. Werden sauberer, wenn man sie nicht wäscht. Trichter. Das Trinkwasser ist...
Wasser. Das Trinkwasser. Okay, hier im Spind war auch nichts mehr. In unserem Zimmer gibt es ja eigentlich den Seitenschneider, aber... Es läuft doch immer nur Müll okay. Im Fernsehen. Hier kommen wir wohl nicht weiter. Ah, was könnte man denn noch machen? Ich habe jetzt einen nassen Lappen. Gehe ich jetzt nochmal zum Dorfkern. Ich gucke nochmal eben jetzt, was ich mit dem nassen Lappen, ob ich jetzt hier mit dem nassen Schwamm... Die Wünschelrute rührt sich nicht. Offenbar erkennt sie nur klares Wasser. Ist doch. Die Wünschelrute offenbar erkennt sie... Das gibt es doch nicht. Ganz meine Meinung. Schwamm drüber. Ganz meine Meinung. Was kann ich denn hier mit dem Kaminofen machen? Vor allem, da ist ja schon irgendwas drin. Was ist denn da drin? Das sitzt auch so. Das sitzt. Ich will es entzünden und nicht irgendwie festschweißen. Kann ich das Rohr denn noch irgendwie? Ach nee, hier ging ja gar nichts mehr. Boah, was machen wir denn jetzt? Benzel hat eine... Hier, kann ich da Wasser reinmachen? Ganz meine Meinung. Schwamm drüber. Nö. Es ist zu nützlich. Finger weg. Ist ja gut. Das kann da alles nicht wahr sein. Stange. Ach! Keine. Tot. Schon gut, dann tu das. Aber woanders. Keine. Ich wollte noch schon auf die Stange setzen. Keine. Schon gut, dann tu das. Aber woanders. Hm. Ja, das kann doch nicht wahr sein. Wo? Huch. Gucken wir mal aus. Was können wir denn? Wo waren wir denn? Wie? Was? Wo? Was haben wir denn hier? Gasse? So. Kann ich den Papagei da hin? Auch wenn ich sie gar nicht würde, sie da. Kann ich den Papagei? Ich spare mir. Kann ich den Papagei auf den Baum setzen? Hey, du! Auf! Junge, Junge! Wie kriege ich den Papagei denn wieder wach? Kann ich dem eine Fußfessel angedeihen? Da besteht keine Flucht. Was ist denn, wenn ich die Fußfessel mitnehme? Geht das? Nee, geht nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Ich muss doch irgendwas mit dieser... Wo ist denn jetzt die Fußfessel hier draußen? Ich muss doch irgendwas mit dieser Fußfessel machen können. Hä? Wie habe ich das denn gemacht? Hey, das hatte ich aber bisher noch nicht. Das ist so schwer, mich mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Das ist so schwer, mit mir. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Warte mal. Was kann ich denn da machen? Kann ich hier irgendwas? Kann ich hier vielleicht. Das ist doch schon. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Okay. Asbesthandschuhe. Die nehmen wir doch mit, wenn das geht. Was habe ich? Habe ich hier noch irgendwas? Nö. Woher kommt denn die Klappe da? Da ist ein Loch in der Plattform. Wenn die Fessel nicht so breit wäre,
könnte ich sie an das Loch dort ketten. Aber leider ist sie zu breit. Wenn die Fessel nicht zu breit wäre. Da besteht keine Fluchtgefahr. Huch. Ach so, kommen wir da auch runter. Okay. Jetzt habe ich noch Handschuhe. Ich muss noch mal kurz hier hoch. Jetzt muss ich noch mal hier den Hebel ziehen. Ja. Oh, jetzt ist die Klappe weg. Alles klar. Da ist ein Loch in der Plattform. Wenn die Fessel nicht so breit wäre, könnte ich sie an das Loch dort ketten. Aber leider ist sie zu breit. Die Fessel ist zu breit. Kann ich da irgendwas bohren? Da besteht keine... Kann ich die kleiner schneiden? Da besteht keine... Oder ich mache die Klappe breiter. Das sitzt auch so schon fest. Das sitzt auch so schon fest genug. Ja? Ich würde aber gerne... Krankenzimmer. So, hier nochmal einen Luftballon aufpumpen, geht das? Jetzt habe ich noch einen. Okay. Ich kann das Ding nicht mehr. Zellengitter Dietrich, wie komme ich daran? Wie komme ich an die Hand, Asbesthandschuhe? Komm, ich weiß, ich gehe jetzt erstmal. Nein, so gehe ich erstmal gar nicht. Jetzt fange ich an, immer den Escape zu drücken. Jetzt hört es aber auf. Den Stier. Kann ich den Stier betäuben? Nicht, dass das irgendwas bringen würde. Toro! Er hat nur noch Augen für die Kuh. Ja. Toro! Ach so, stimmt, ich habe einen nassen Schwamm. Hör mal, komm her. Muss das wirklich sein? Die Sitze sind mit pinkem Plüsch bezogen. In der Ecke dreht ein Püppchen Pirouetten. Und auf dem Fahrerschild steht Schnutzipuh. Dämlicher Name. Schnutzipuh. Okay, Schnutzipuh. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Vielleicht hat er ja einen Schlüssel für Schnutzipuh. Jetzt gucke ich mal, ob ich hier mit den Asbesthandschuhen die Chilischote mir schnappen kann. Das war ja ein Akt. So, jetzt habe ich in die Chilischote aber keine... Okay. Wir gehen mal kurz zu Tonis Laden, nehmen mal die Chilischote, gucken, ob man die hier reintun kann. Eine ganze Chilischote.
fehlt nur noch eine Zutat. Immer noch eine Zutat? Heiße Bohnen? Ach ja, ich brauche noch die Batterie. Oder was? Okay. So langsam knabbern wir uns daran. Kollege. Hallo nochmal. Hi. Rufus. Genau. Hallo nochmal. Hi. Rufus. Genau. Nochmal wegen des Schlüssels. Nochmal? Na, wenn's sein muss, wie war noch gleich dein Name? Schnutzipu. Schnutzipu? Vielleicht habe ich deinen Schlüssel gefunden, Schnutzipu. Aber ich möchte erst sicher gehen. Was ist denn deine Lieblingsfarbe? Pink. Pink, sagst du? Das kommt hin. Und hast du ein spezielles Hobby? Ja, wir haben ja eine prima Ballerina gesehen. Ich liebe das Ballett. Volltreffer! Dann muss das hier dein Schlüssel sein. Heute ist offenbar dein Glückstag, Schnutzipu. Ja, die Sonne scheint mir aus dem Arsch. Wie praktisch. Dann kannst du nachts im Bett lesen. Ja. So kann man das auch sehen. Okay, dann haben wir jetzt einen Schlüssel und mit dem Schlüssel... Oh Gott. Schwere Akt. Hebel. Ist hier sonst noch was? Windschutzscheibe, Trucktür. Ich guck mal eben. Ne. Jetzt kommen wir endlich an die Motorhaube ran. Können wir die Batterie nehmen? Sie lässt sich nicht ausbauen. Aber wie komme ich dann an die Energie im Inneren? Och, wieso lässt sie sich denn nicht ausbauen? Damit kann ich das Gehäuse auch nicht knacken. Aber wie komme ich dann an die Energie im Inneren? Was? Hör doch auf. Ich bohre. Ich will an die Batteriesäure und ich habe einen Zahnbohrer. Das ist ja schon fast zu perfekt. Ah! Au! Yeah! Trichter? Das Zeug sieht harmlos aus. Ich denke, ich kann mir erlauben, dass ein paar Spritzer daneben gehen. Was? Ja, wohin? Was? Was ich hier brauche, ist ein Gefäß. Leider habe ich die Urne von Tonis Mutter bereits in meinem Unterwassergrill verbaut. Wo kriege ich jetzt ein Gefäß her? So schnell. So ein Scheiß.